Da-dam. Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Button Kaitos, die schwingende Ewigkeit in der verlorenen Ozean. Ich bin Semni. Es ist zu Samstag, der 28.06. natürlich nicht, wenn ihr dieses Video seht, aber damit ihr einfach mal wisst, es ist ein Samstag und ich kann aufnehmen, weil ich hab mal Zeit. Ich hab mir mal fürs Wochenende nichts vorgenommen. Das klingt einerseits traurig. Für manche, ich finde es aber gerade ganz angenehm. Dafür war ich gestern ziemlich lang unterwegs. Was ihr dann, wenn dieses Video oben ist, schon im Z-Log gehört haben werdet. Und ich kriege gerade das Gefühl, dass das der falsche Speicherstand ist. Hä? Ja, ist es. Okay. Hier waren wir. Denn wir waren in der alten Bibliothek der Magie. Zu Hause. Genau. Wie gesagt, ich war gestern ziemlich lange unterwegs. Das werdet ihr dann noch im Z-Log gehört haben. Ich spreche schon mal für die Zukunft. Denn ich weiß ja, dass ich es erwähnen werde. Denn, ja, mache ich eigentlich immer dort über so Zeug reden, das euch nicht interessiert, aber mir auf dem Herzen liegt. Und ansonsten muss ich einfach mal sagen. Krieg im Moment so immer so diese. Ich habe im Moment so immer dieses. Ach verdammt, du hast hier nichts mehr. Mist. Aber du willst das hier doch beenden. Irgendwann. Ja, schwierig. Wirklich sehr schwierig, finde ich zurzeit. Mit dem regelmäßigen Sachen. Wie gesagt, ich habe einfach verdammt wenig Zeit. Deswegen ist es nicht immer so ganz leicht, das auf Anhieb hinzukriegen. Ich muss auch dazu sagen, dass dadurch, dass ich halt so wenig Zeit habe, auch nie was Spannendes passiert. Dadurch habe ich weniger zu quatschen. Aber naja, was soll's. Man kann trotzdem immer noch genug rausholen. Das habe ich heute zum Beispiel mit dem Sascha W. bewiesen, mit dem ich einen Persona 4 Podcast aufgenommen habe. Keine Sorge, diesmal ist er keine 6 Stunden, 4 Stunden lang, wie der mit Zephyrun damals, aber immer noch lang genug, würde ich behaupten. Und den könnt ihr euch dann in der, ja, nennen wir es offiziell Sommerpause, in der ein paar aufgezeichnete Sachen, okay, Podcast ist immer aufgezeichnet, ja, drücke ich es am besten aus. Wie einen Pickel. Genau, wie einen Pickel. Der in dem Urlaub von Sascha erscheinen wird. Dort werde ich irgendwann wieder zu hören sein. Mit ein paar Worten zu einem meiner absoluten Lieblingsspiele. Wenn nicht sogar mein. Zumindest das Spiel, woran ich die beste Erinnerung insgesamt habe von allen. Persona 4. Ach, ich könnte stundenlang über dieses Spiel reden. Hab ich ja auch schon. Soll ich das nochmal machen? Nein, das wäre wirklich lächerlich. Aber ich überlege gerade allgemein, ob ich vielleicht hier nachmal den Sef anschreibe. Ich glaube, das mache ich. Ich frage mal, ob er zufällig Zeit hat. Ich hab gerade eine lustige Idee für die nächste Folge. Die wird dann zwar mega off-topic, aber das ist mir eigentlich Boogie. Ja, doch, ist es. Wirklich. Also, so komplett und absolut und total in die Totale. Also in die Hauptkamera, die ich nicht habe. Ich habe übrigens überlegt, mir eine Webcam zu kaufen, um den Z-Log jetzt als Vlog zu machen. So also noch mehr Leute abschrecken, um indem ich meine hässliche Fresse in die Kamera halte. Ich glaube, ich werde das wirklich machen. Aber erst nachdem ich diese Bücher besiegt habe, nein. Erst wenn ich halt weiß, wie es in nächster Zeit bei mir weitergeht, denn das ist zurzeit nicht ganz klar. Dazu aber morgen. Nee, wahrscheinlich eher nächste Woche was, wenn ich genau Bescheid weiß. Ja. Ich schieb das alles auf. Ich teaser hier Sachen an für die zwei, drei Leute, die es sich angucken. Mehr sind. Stimmt, ich bin übrigens überrascht. Ich bin froh, dass ein paar mehr Aufrufe rumkommen. Also, jetzt statt so einem Aufruf die Woche sind es doch so 4-5 pro Video bei den meisten Sachen, die nicht komplett uninteressant sind. Wie zum Beispiel eine
ein Review zu Good Will Hunting, meinem absoluten Lieblingsfilm, was sich eine Person angehört hat. Oh Mensch. Ich weiß, dass ich das nicht so toll mache, aber ich find's schade. Das, klar, natürlich muss man auch sagen, der wird jetzt nicht zum ersten Mal von jemandem und vor allem wird er auch von Leuten mit mehr Reichweite schon erwähnt worden sein. Das ist total logisch. Bevor ich hier weiter anfange rumzujammern wie ein kleines Mädchen oder ein kleiner Junge, denn auch kleine Jungs weinen, wie ich früher oft genug bewiesen habe. Ich bin so ein Weichei. Ja, bin ich. Und ich stehe dazu. Das kam nicht halb so überzeugend, wie ich gehofft habe. Tja, ja. Okay. Genug des peinlichen Schweigens. Pfirsich. Ach, das in Haut wie ein 18-jähriger Pfirsich. PS. Alle Frauen, bei denen dieses Kompliment funktioniert, sind nicht ganz so fit im Kopf, würde ich behaupten. Hier ist nichts Interessantes. Okay, mir fällt gerade auf, dass sie sowieso... du öffnest uns... Ah, okay, ich muss jetzt wirklich alle Bücherregale absuchen. Jaha! Große Persönlichkeiten der Geschichte. Ja, das sieht nach Großpersönlichkeiten der Geschichte aus. Wobei, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass große Persönlichkeiten der Geschichte sich so eine Falle halten ausdenken können. Ja, die versuchen's. So, mit voller Wucht da hindurch. Ich muss jetzt auch dazu sagen, ich kam jetzt auch so die letzte Woche, okay, ein bisschen mehr zum Spielen als die Woche davor, aber insgesamt ist das bei mir auch nicht so. Also, das nimmt schon großen Teil der Zeit ein, aber das hat mich nicht davon abgehalten, bei Steam und bei GOG doch einiges mir zuzulegen. Unter anderem habe ich mir die komplette Ultima-Reihe zugelegt, Siedler 2 aufwärts, also eigentlich alles, was seitdem rauskommt, ist auf Englisch. Ich habe eine hoffentlich funktionierende englische Version von Floyd, deswegen werde ich sie wahrscheinlich nicht weiter let's playen, weil dann stehe ich noch planloser da, als ich es ohnehin schon getan habe. Aber ich könnte es weiterspielen und ich könnte es eventuell mal im Stream machen. Apropos Stream, ich habe eigentlich eine ganz lustige Idee, falls der Tobias mal Zeit hat. Also, entweder ich werde mit ihm eins der trashigsten Spiele, die es gibt, im Stream spielen, oder eins der emotionalsten. Also eins von mehreren emotionalen, die ich mir raussuche. Aber ich weiß nicht, was lustiger wäre. Halt einfach wirklich ihn und mich bei so, wirklich... Was uns beiden Spaß macht, und das ist Trash nun mal. Wir lieben Trash-Filme. Und ich denke, bei Spielen wird das genauso sein, nämlich Deadly Premonition. Ja, es hat eine coole Geschichte, das weiß ich. Ich habe es auch schon mal komplett gesehen, bis auf die Nebenquest. Also, quasi wahrscheinlich nur die Hälfte der eigentlichen Story. Aber es ist schon wirklich kein so übertrieben gutes Spiel. Muss man ja leider dazu sagen. Also entweder das, oder ich überlege, entweder zumindest mal anzuspielen, das schon mehrfach gerade erwähnte Persona 4. Oder The Walking Dead. Das wäre wahrscheinlich auch nicht verkehrt. Ich glaube, The Walking Dead würde sogar noch besser passen, weil Persona dauert so lange, bis es in Fahrt kommt und bis da wirklich so die Momente kommen, die er hinterfragen kann. Ah ja, dafür muss er Zeit haben. Da müssen wir Zeit haben. Die Idee finde ich gar nicht so schlecht. Also The Walking Dead fängt ja gleich an und zieht das ja voll durch. Daher wäre das gar keine so schlechte Idee. Hawk, du kannst mir ja schreiben, was du davon hältst. Ob du dir das ansehen würdest im Nachhinein. Ich würde es dir verlinken. Ich weiß nicht, ob ich es hier hochladen könnte in dem Falle. Wobei, das, wie heißt es gleich? Deadly Premonition wäre okay. The Walking Dead ging okay, weiß ich aber nicht, ob das, ja doch, könnte ich machen. Aber Persona 4 könnte ich auf jeden Fall nicht hier hochladen, weil das Original wurde ja damals von Square vertrieben. Ich denke auch, dass sie weiterhin die Rechte an dieser Version haben. Gordon kann ich nicht aufnehmen, weil ich keine
Aufnahme-Vita habe. Ich glaube, dafür musste man speziell eine erwerben. Und die war meiner Meinung nach irgendwie doppelt so teuer. Also beim 3DS weiß ich, dass es so ist, dass ein 3DS oder ein DS auch schon zum Aufnehmen, dass die wirklich, wirklich kostenintensiv sind und man sich das gut überlegen muss und wahrscheinlich auch mit YouTube Geld machen sollte, um sich so etwas hinzuzulegen für Let's Plays. Okay, eine Illusionspflanze, interessant. Komme ich hier? Ja, ich komme hier durch. Genau, wir sind immer noch auf der Suche nach Büchern. Hi Buch, dich würde ich auch gerne mitnehmen nach Hause, so zum Kuscheln und Streicheln und alles so drumherum, aber ja, du willst anscheinend nicht. Böses Buch, böses Buch. Apropos böse Bücher. Nee, da fällt mir jetzt leider nichts Gutes zu ein. Schade. Ich wurde auch noch nie von einem Buch am Kopf. Also mir ist auch noch. Doch, mir ist schon mal ein Buch auf den Kopf gefallen. Das tut weh. Wirklich. Also das klingt immer so lustig, wenn man das erzählt. Aber das tut wirklich weh. Oh mein Gott, Origami-Peitsche. Würde sich damit nicht heilen, fände ich das gar nicht so schlimm. Hm. Abwehr-Kombo! Buja! Finde ich schön. Finde ich wirklich schön. Oh, Mann. Ich kann mir nicht helfen, aber wenn man am Tag zuvor knappe 9 Stunden im Zug gesessen hat, ist man am Tag danach irgendwie immer noch gerädert. Oder zumindest geht es mir so. Ich will ja jetzt keine verallgemeinern Aussage treffen, aber. Au, wirklich, also ich bin erstaunt, dass ich noch auf meinem Hintern sitzen kann. Also ich meine, das sollte ich allgemein sein, denn ich habe einen Bürojob und... Ja, aber man... Ihr versteht schon, oder? Ihr wisst das, was ich mit... Nein, das sollte keine schlechte Imitation von Chinesisch sein, sondern ich hatte keine Ahnung, was ich sagen soll. Wie so oft. Ja, ich glaube, ihr versteht schon, was ich meine, denn so lange denn an einem Punkt fest sein, vor allem denn die meisten, einen Großteil der Zeit auch noch, wobei auf der Rückfahrt hatte ich Glück, aber auf der Hinfahrt hatte ich dann verschiedene Leute neben mir sitzen, die auch, und der eine roch halt wirklich nach, oh, Zigarettenfabrik quasi, das ist echt unangenehm, richtig unangenehm. Ich will ihm ja da nichts unterstellen, aber es ist halt einfach für einen Nichtraucher in dem Moment, der das halt stark bemerkt. Ziemlich ätzend, wenn es wirkt, als ob der da neben einem gerade 5 Zigaretten geraucht hätte und sich dann mit dem Rauch erstmal so eingerieben hätte, den so flüssig gemacht und so, boah, ja, und wieso reibe ich jetzt an mir selber rum? Ich habe doch gar keine Kamera da. Ja. Vergesst es einfach. Ich laber nur wieder Quatsch mit Soße. Ja. Kann man eigentlich auf Quatsch mit Soße? Das ist eine gute Frage. Das könnte ich mal nachgucken. Aber nicht live. Also ich werde das jetzt nicht, vor allem live bei einer Aufzeit. Oh Mann. Ich merke es halt wirklich gerade, dass ich nicht so fit bin. Ja, das könnte ich wirklich mal nachgucken. Woher kommt die Redewendung Quatsch mit Soße? Und warum nicht Quatsch mit Pudding? Oder mit Früchten. Quatsch mit Früchten. Quatsch mit Früchten könnte ein interessantes Format für so ein Gesundheitschannel sein. Das ist die Idee, die man besser nicht nutzen sollte. Egal wofür. Generell sollte ich viele meiner Ideen nochmal überdenken. Wobei ich immer noch Interesse daran hätte, dass das Projekt, was ich für Tobias geplant habe, durchzuziehen. Aber das bräuchte Kostüme und Kulisse und jemanden, der wirklich schneiden kann und ein Programm dafür und wahrscheinlich gute Anwälte.
Ja, gut, Anwalt. Oh, ja, also es könnte auf. Also es könnte unter Umständen nicht so gut ankommen, würde ich es jetzt mal ganz knapp umreißen. Wieso rede ich eigentlich nicht über die Idee? Die Idee kam mir in dem Falle, da der gute alte Tobias eine Zeit lang die Gewohnheit hatte, verdammt lang sprechen, Sammy, wie ein Aristokrat aus den 20ern zu sprechen. Nee, war es aus den 20ern? Oder war, nee, war es aus dem 16. Nee, 17. Jahrhundert? Ach, verdammt, ich weiß jetzt nicht mehr aus welcher Zeit, also auf jeden Fall wie ein Industrieller zur Zeit der Sklavenhaltung. Mann, meine Geschichtskenntnisse sind echt mies, richtig mies, zu sprechen. Und dabei halt wirklich, dass die Sache ist, die er weiß auch, was zu der Zeit wirklich los war. Also, er ist ein Geschichtsjunkie. Und das meine ich 100% ernst, das ist ja wirklich. Und da, es war interessant, weil man könnte halt wirklich das Ganze so aufbauen, dass es halt wirklich einfach bloß aus Sicht dieser Zeit geschildert ist. Und das fände ich nicht verwerfenswert. Also jetzt wirklich, also ohne irgendwelche dummen Witze meinerseits, für die ich ja doch schon zumindest unter Freunden bekannt sein dürfte. Ah, Kapitel. Wo war ich gerade? Also, halt. Wäre halt wirklich die Sache, über aktuelle Themen oder über allgemeine Themen aus Sicht eines Menschen aus dieser Zeit zu sprechen. Finde ich jetzt nicht so dumm, die Idee, wenn man es richtig aufzieht und nutzen kann? Hey, also. Wäre interessant, aber wie gesagt, die Kulissen und alles und so weiter dafür fertig zu machen, würde leicht schwierig werden, sagen wir mal. Also, das allein das Kostüm, dann eventuell noch ein Sessel, der dazu passt, weil man kann das nicht durchziehen, wenn man den Typen, die Person jetzt einfach bloß, hey, da ist ein Stuhl in deiner Küche. Ja, voll cool. Das kommt nicht an. Das funktioniert so nicht. Das müsste man halt wirklich richtig aufziehen und dafür fehlt mir das Geld und vor allem die Zeit. Schade. Wofür mir nicht die Zeit fehlt, ist das Video hier fertig aufzunehmen. Denn es ist nicht mehr viel zu tun. Ach nee, die Phantompflanze hatten wir schon. Phantompflanze. Wieso gibt es auch eine Phantompflanze in Pflanzen versus Zombies? Und wenn nicht, warum nicht? Einen, die einfach verschwindet, also so eine richtige Assassinenpflanze. Das wäre lustig. Also jetzt so rein optisch so. Wobei, Virtuos 2. Also, da gibt es Pflanzenmenschen und du kannst einen im weitesten Sinne Assassine sein. Ja, doch, funktioniert. Da haben wir die Assassinenpflanze und ich mache noch Witze drüber. Na gut, ich mache über alles Witze. Sei einfach mal ganz ehrlich. Ich habe keinen Schlüssel für den Literaturbereich. Nein. Stell es noch nicht zurück, Kellylein. Oh, eine Biskuittorte in einer Bibliothek, in der Monster rumschleuchen. Das heißt, dort war schon lange keiner mehr. Okay, gut. Oh, ein helles Buch. Ja, das auf die Idee hätte ich selber kommen können. Ja gut, das wird der letzte Kampf für diese Folge. Danach muss ich mal ja, weiter suchen. Ich glaube, mich zu erinnern, wie das Rätsel funktioniert, aber ja, mein Siebkopf über mehrere Jahre hinweg auch noch. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Aber naja, ich gebe mein Bestes. Ich hoffe, dass das funktioniert und ja, ihr werdet dann sehen. Sehen mit den Augen. Mit den Füßen sehen wäre interessant. Ich meine, du wirst nicht viel mitkriegen.
beziehungsweise echt überhaupt nichts. Aber interessant wäre es trotzdem. Wieso fühle ich mich jetzt schon wieder, als ob ich Fieber hätte? Also ich meine, noch mehr als sonst. So, mit diesem wunderschönen Pause-Schriftzug verabschiede ich mich auch in diese, denn ich nehme natürlich gleich weiter auf für euch und für mich ja auch, weil wie gesagt, das macht mir immer noch Spaß, auch wenn ich nicht immer die Ahnung habe und nicht immer ganz motiviert bin. Aber ich habe jetzt eine Idee, was ich machen werde. Vielleicht hat er da auch Bock drauf und wir sehen uns beim nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Semni.